Mr. Mason. Wie schön, dass ich Sie noch antreffe. Ziehen Sie die runter. Ich kann Ihr Gesicht nicht sehen. Besser? Josh, bist du das? Versuchst du mir Angst zu machen? Da muss ich dich leider enttäuschen, Hombre. Was willst du? Ich will die 200.000, die auf dich ausgesetzt sind. Der Boss scheint ein krasses Problem mit dir zu haben. Meinst du Rev? Oh, du kennst ihn? Ich kenne jeden Bastard, der dazu beiträgt, dass die Menschen in Nova City Angst haben, nachts rauszugehen. Mich mit euch zu befassen, ist mein Job. Und ich habe Feierabend. Also? Weißt du, hat echt Spaß gemacht. Aber jetzt finde ich dich nicht mehr witzig, Hombre. Oh, Scheiße. Verdammter Bastard. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Du bist Vigil. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin nicht so wie er. Viele sehen das anders. Ich muss mich noch um den Hombre da kümmern. Du arbeitest bei Nova City Night, oder? Ja. Viel Geld ist auf dich ausgesetzt. Vielleicht werden mehrere das versuchen. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Gegend. Okay, danke. Müll. Wieso schreibe ich so einen Müll? Komm schon, in 20 Minuten musst du fertig sein. Jetzt stell dich nochmal an. Donald Mason. Oh, hi Aisha. Wie, der Abgabetermin wurde verschoben? Ich bin noch nicht fertig. Ja, ich weiß, dass das vierte Mal ist. Es tut mir leid. Und ich bin dankbar dafür, dass ich zu Hause arbeiten darf. Seit der ganzen Sache mit Josh. Ja, okay. Okay, ich verstehe. Es kommt nicht wieder vor. Das kannst du nicht machen. Ich habe so viel Arbeit in die Raft-Story gesteckt. Woher sollte ich denn wissen, dass das passiert? Es gibt doch sicher eine andere Lösung. Wie soll ich denn jetzt einfach so eine neue Story auftreiben? Am Arsch. Scheiße. Oh, welcher Bastard. Hallo? Was soll die Scheiße? Hiermit vermache ich dir, Donald Mason, dieses Journal. Mein Name ist Cameron Gablin, besser bekannt als Vigil.
Seit mehr als einem Monat gehe ich nachts auf die Straßen. Allerdings habe ich noch kein einziges Verbrechen verhindert oder überhaupt eines gesehen. Das sollte sich heute ändern. Süßes Kostüm, Batman. Geh nach Hause. Okay, Bruce, das war's. Du kriegst echt nicht genug, oder? Ich weiß nicht, ob er noch geatmet hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn in jener Nacht getötet habe. Ich wollte es nicht wissen. Was ich wusste, war, dass ich eine Grenze überschritten hatte. Ich kann nicht behaupten, dass es sich nicht gut angefühlt hat. Aber so konnte ich nicht weitermachen. Ich musste besser werden. Und ich wurde besser. Was ist in dem Koffer? Waffen! In dem Koffer sind Waffen! Spezialanfertigung! Bring scheiße viel am Schwarzmarkt! Also willst du die verkaufen? Ja! Die Käufer sind die Slasher, der Deal steckt übermorgen um 12 Uhr. Ich gehe da mit dem Koffer hin und bringe die Kohle zu Raft. Wer ist Raft? Im Gangster, der mächtigste in ganz Nova. Wo ist der Deal? Im East Forest, an der alten Hütte. Was ist los? Ich treffe mich mit Ron in der Stadt. Ja und? Ja, ich dachte, ich sag's dir nur, weil du dann allein zu Hause bist. Ja, ist gut, Leon. Kriege ich jetzt das Zeug her? Liam? Liam, was zur Hölle? Das ist die Überraschung. Ein Stück? Liam, woher hast du das? Gefunden. Lass uns vergessen. Was
soll die Scheiße? Was ist los? Bring das sofort zurück. Nein. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin Raft. Du hast dich am Besitz eines guten Freundes bedient. Erinnerst du dich? Ja, tu ich. Weißt du, auch wenn du keine Ahnung hast, wer ich bin, kann ich dir eine Sache sagen. Wir sind nicht die Art Menschen, von denen man klaut. Zugegeben, es gibt nicht viele, die Psycho bestehlen können. Das lasse ich dir. Allerdings kann ich so eine Respektlosigkeit nicht ungestraft lassen. Du hast den falschen Leuten ans Bein gepisst. Zeit, sich um den Müll zu kümmern. Könnten wir hier gut gebrauchen. Für ihn rum. Feierabend, Psycho. Morgen wird ein großer Tag. Wieso tust du das? Was sind diese Leute? Gangster, Mörder, was immer du willst. Was wollen die? Du wirst hier putzen. Jeden Tag nach der Schule. Scheiße, nicht machen. Du kommst hier nicht raus, verstanden? Die wissen alles über dich. Wenn du die versuchst zu verarschen, die legen nicht nur dich um. Du kommst hier nicht raus. Ich wusste nicht viel über das organisierte Verbrechen in Nova. Nur, dass man aus den verschiedensten Gründen dort hineingerät. Geld, Drogen, Macht. Die meisten aber versuchen zu vergessen. Egal wie. Von den Slashern hatte ich gehört. Hooligans. Mörder. Aber das NCPD hat mir nicht geglaubt, als ich von dem Waffendeal erzählt habe. Dachten, ich will Aufmerksamkeit. Ich war mir selbst nicht sicher, ob der Typ die Wahrheit über den Deal gesagt hat. Oh,
Er hat die Wahrheit gesagt. Komm raus, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Raph wird dich umlegen, wenn du die Waffe nicht rausrückst. Typen. Das ist doch der, über den immer alle reden. Du bist Vigil, ja. Die Zeitungen sind voll von dir. Scheiße. Er hat den Koffer nicht dabei. Vielleicht kommen wir jetzt auch in die Zeitung. Möchte gern Superheld tot im East Forest gefunden. Worauf warten wir noch? Hast du Angst? Hör auf. NCPD, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ich bin's, Henry. Ah, Captain Walters. Was ist denn los, mein Freund? Gerade eben wurden die Slasher bei uns in Gewahrsam genommen. Fuck! Ich hatte heute mit denen Waffendeal. Spezialanfertigung? Im schwarzen Koffer? Woher weißt du das? Gestern Morgen wurde ein Typ mit den Waffen verhaftet. Und du hattest nicht vor, mir früher davon zu erzählen. Ich wusste nicht, dass das ihre Waffen sind. Wer ist für die Verhaftung verantwortlich? Wir glauben, dass es dieser Maskierte ist. Regio. Danke, Henry. Deine Dienste werden ab jetzt nicht mehr benötigt. Warte. Was heißt das? Erst Donald Mason und jetzt noch diese Scheiße. Mir reicht's. Ich will, dass dieser Wichser tot im Kanal gefunden wird. Ich will, dass jeder weiß, dass Vigil auf der verfickten Abschussliste steht. Psycho, mach's öffentlich. 500.000 für Vigil und 200.000 für diesen Mason-Bastard. Scavenger, Kleiner. Wenn ihr Vigil findet und kalt macht, seid ihr entlassen. Das war's für heute. Geht nach Hause. Hast du das schon mal gemacht? Getötet? Ja. Ich musste schon viel Scheiße für die machen. Wie haben sie dich gekriegt? Was meinst du, warum sie mich Scavenger nennen? Die haben mich aus der Mülltonne gezogen. Die haben mir sogar ein Dach über den Kopf gegeben. Ich bin schon seit einigen Jahren hier.
Wir töten Vigil, verstanden? Wir dürfen das nicht. Das ist... Willst du für immer gefangen bleiben? Für jemanden arbeiten, der Leute zum Spaß umbringt? Wir töten Vigil. Hast du es mir nicht gesagt? Du musstest es nicht wissen. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Willst du mich verarschen? Ich bin dein Bruder. Du kannst mir vertrauen. Wieso hast du dich dazu entschieden, Vigil zu sein? Ich will die Leute beschützen. Die Verbrechensrate in Nova ist so hoch, dass davon abgeraten wird, nachts rauszugehen. Das war sie schon vor Jahren und du hast einen Scheiß dagegen gemacht. Also warum jetzt? Ist es wegen Mom und Dad? Das hat nichts damit zu tun, okay? Und warum machst du es dann? Gibt's dir irgendeinen abgefuckten Kick oder was? Soll ich dich auch mal was fragen? Ron hat mich letztens angerufen und mir von der Wodka-Sache erzählt. Jeden Tag kommst du erst um 12 nach Hause. Da frage ich mich, wo bist du eigentlich die ganze Scheißzeit, Liam? Raft, okay? Es ist Raft. Scheiße. Ja. Er zwingt mich dazu. Und ich kann nichts dagegen tun. Und von dir weiß er auch. Bis auf der verdammten Abschlussliste, Kerl. Wir werden ihn hinter Gitter bringen, Liam. Dort wird er niemandem mehr schaden. Wie denn? Der macht doch eh nichts selbst. Der lässt das mal... Was ist denn? Der NCPD-Captain Henry Walters ist heute ermordet worden. Raft hat das getan. Walters war sein Informant im NCPD und heute hat er ihm gesagt, dass er ihn nicht mehr brauchen wird. Oh, Nova ist im Arsch. Er hat einen Fehler gemacht. Welchen denn? Wenn er Walters umgebracht hat, brauchen wir nur Beweise und wir haben ihn. Und woher kriegen wir die? Wenn du zu ihm gehst, musst du alles aufnehmen, was er sagt. Dann bring ihn nur noch dazu, über Walters Tod zu reden und er verrät sich selbst. Aber was, wenn er bemerkt, dass ich ihn aufnehme? Das darf er nicht. Wir sollten schlafen. Morgen bereiten wir die Einzelheiten vor. Okay. Wach auf! Erinnerst du dich noch an mich? Hä? Arschloch? Weißt du noch, wer ich bin? Du hast mich hier oben eingesperrt. Wie so ein scheiß Erinnerungsstück! Ich hatte Freunde, weißt du? Du hast sie mir weggenommen. Alle! Du denkst, dass du alles besser machst, ne? Du denkst, dass das, was du tust, notwendig für Nova ist, oder? Dass es selbstlos ist. Fick dich! Weißt du noch, als wir das letzte Mal glücklich waren? Bevor das alles passiert ist. Bevor Mom und Dad... Du kannst es nicht, oder? In dir ist nur noch dieser Hass. Nichts anderes. Rede mit mir! Jetzt hast du auch noch Liebe mit reingezogen. Du wirst nicht aufhören. Du denkst, wenn du Raft einsperrst, ist alles wieder normal, oder? Nur noch Raft. Mach auf!
Donald Mason? Ja, Aisha, ich bin da gerade etwas dran. Ich rufe dich zurück. Guernica. Es ist eines von Picassos berühmtesten Werken. Es ist seine Reaktion auf Krieg und Leid. In Guernica gibt es keine Helden, keine Schurken, nur Chaos. Wisst ihr, früher war Nova City genau das, nur Chaos. Die Justiz hatte versagt. Das Verbrechen nahm Überhand. Niemand erinnert sich gerne an die Gangkriege vor 2 Jahren. Die Stadt war krank und brauchte Hilfe, um nicht unterzugehen. Sie brauchte einen Helden. Jemanden, der das Chaos beseitigen konnte. Ohne unsere Organisation wäre Nova City im Chaos untergegangen. Ich zeige euch dieses Bild, weil es mich daran erinnert, was die Stadt ohne uns wäre. Klar, das Geld und die Macht haben ihre Vorzüge, aber das sind nur Mittel zum Zweck. Unser Ziel ist Sicherheit und Ordnung. Aber das ist doch das Motto des NCPDs, oder nicht? Wir arbeiten ja auch mit der Polizei zusammen. Und auch mit Henry Reuters? Er ist tot, weißt du? Ermordet in seinem Haus aufgefunden. Kopfschuss. Ein guter Mann. Ein guter Cop. Ich frage mich nur, warum dieses Interesse an Captain Walters? Kleiner, dieses Essen hier war ein Zeichen meines Vertrauens an dich. Ich hoffe, das war kein Fehler. Es ist überall in den Nachrichten. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Wenn ein Cop in Nova stirbt, fangen die Leute immer an, Fragen zu stellen. Ja, das stimmt wohl. Das ist nur menschlich. Wisst ihr, jemand entschuldigt mich. Raft? Danke. Vigil wurde am Tower District Bahnhof gesichtet. Packt euren Scheiß, wir fahren los. Jetzt haben wir den Wichser. Scheiße. Kann ich doch vorher kurz auf Toilette gehen? Willst du mich verarschen? Beeil dich! Nein. Ich bleibe hier. Ich werde Raft aufhalten. Bis dann, Liam. Warte. Was ist denn? Wir müssen das nicht tun. Muss ich es dir nochmal erklären? Setz dich doch einfach. Verdammte Scheiße. Wir können gegen Raft vorgehen. Wie stellst du dir das vor? Willst du in die Bar gehen und abknallen oder was? Nein, niemand muss sterben. Nicht Raft, nicht Psycho und nicht Vigil. Sollen sie doch verrecken. Weißt du, was das Problem an diesen Leuten ist? Die glauben alle, dass sie das Richtige tun. Die glauben alle, dass sie die Stadt besser machen durch ihre Taten. Sieh dich um. Nichts. Keine Veränderung. Nur was besser ohne sie dran. Was denkst du denn, was das Beste für diese Stadt ist? Ich denke, wir brauchen weniger Leute, die eine Art persönlichen Kreuzzug in unserer Stadt führen. Die sind dann mit
Selbstlosigkeit im Dienst der Novas heute fertigen. Scheiß auf diese Wichser. Rev, warte im Auto auf uns. Hilf mir bitte zu finden. Komm schon. Das ist falsch. Er hat niemandem was getan. Denkst du, ich habe darum gebeten, dass es so ist? Am liebsten würde ich mich einfach verpissen und dann machen, was ich will. Aber die bringen mich dann um. Ich will nicht draufgehen. Wenn mich einer umbringt, dann bin ich das selber, verstanden? Zwischen uns und unserer Freiheit steht nur noch Rachel. Ich kann nicht. Wieso nicht? Weil er mein Bruder ist. Was hast du gerade gesagt? Du hast das geplant. Ihr habt das geplant. Schwerer als es ist. Lass uns gehen. Nein, nur du. Was? Wieso? Wenn ich hier weggehe, wissen die, dass ich eine Rasse bin. Dann fällt meine Tarnung auf. Liam, auf keinen Nein, Fall. Nein, Cam, ich kann auf mich aufpassen. Geh jetzt. Was ist passiert? Wo ist Mitchell? Erzähl dich alles auf der Fahrt. Er muss in ein Krankenhaus. Keine Krankenhäuser. Wir fahren ihn nach Hause. Hast du wenigstens gesehen, wie er aussieht oder gehört, wie er spricht? Nein, gar nichts. Fuck! Wer ist dieser Wichser? Ich muss jetzt nach Hause. Meine Eltern machen sich sicher schon Sorgen. Na dann geh halt. Hey, wo ist der? Alles gut, wir sind zu Hause. Du hast ein bisschen was auf den Schädel gekriegt. Ein wenig schlafen, das wird schon wieder. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Gern geschehen. Er schoss ihn einfach nieder. Raft hatte recht. Diese Stadt war krank. Aber er war nicht der Retter, der sich vor dem Chaos beschützte. Er war der Auslöser für das Chaos.
warst du so lange? Ich wollte allein sein. Was ist passiert? Er ist tot. Was? Liam, das kann nicht... Du hast es nicht getan. Rift war es. Cam, machen wir das Richtige? Was meinst du? Natürlich tun wir das Richtige. Wir helfen dir. Er ist tot, Cam. Er wollte aus der ganzen Scheiße einfach nur raus. Dann hast du ihn zusammengeschlagen und jetzt ist er tot. Sieh mich an! Er war das! Liam, er wollte mich töten! Er hatte keine verdammte Wahl! Raft hat ihn getötet, nicht ich! Du auch! Er ist tot. Und Walters ist tot. Sieh dich an. Schau, was du dir antust. Das bist nicht du. Das ist Vigil. Er hat alles schlimmer gemacht. Das muss aufhören. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts davon. Ich wollte nie jemanden verletzen. Aber das konnte ich nicht. Es geht nicht anders. Als Sicherheitsmaßnahme hatten wir besprochen, dass Liam mir alle 2 Stunden schreibt. Er hat mir seit 5 Stunden nicht geschrieben. Ich hatte Angst. Was, wenn sie ihn enttarnt hatten? Was, wenn sie ihn... Ich konnte nichts riskieren. Bin da. Das war's. Er ist tot. Vergiftet. Vieles ging mir in diesem Moment durch den Kopf. Freude, aber keine Befriedigung. Wer auch immer das getan hat. Er hat Liam. Wer hat Raft kalt gemacht? Bitte, bitte, ich habe keine scheiß Ahnung von Raft. Ich glaub dir kein Wort. Ich weiß nicht, wer dieser Raft ist. Ich habe nichts gemacht. Jeder kennt Raft. Sag mir, was du weißt. Gar nicht! Willst du jetzt über was reden? Wer hat Raft getötet? Ich hab von dir gelesen. Ich dachte, du wärst einer von den Guten, die, von denen man in Comics liest. Aber das bist du nicht. Diese Stadt hat dich genauso zerfressen, wie sie mich zerfressen hat, oder? Sag mir, was du weißt. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich den ganzen verdammten Abschaum dieser Stadt nach Raft befragt. Nichts. Niemand hatte eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Auch wenn nur eine geringe Chance auf Informationen bestand,
musste ich sie ausnutzen. Ich musste ihn finden. Und er wollte ihm einfach noch seine Nummer geben. Ist nicht dein Ernst. Ja, hat der Suche einen Spaß, der Große? Hat ja unsere Anbietungssprache verstanden? Wie alt seid ihr? So alt wie du willst, Honey. Na komm schon, was ist denn da unter deinem... Magro, Reft, was bist ihr? Lass sie los! Wir sagen dir alles, was wir wollen, aber Niki! Marlo, bring uns um, wenn wir reden. Marlo, wer ist Marlo? Ist das euer Zuhälter? Lass ihr nicht los, bitte! Wir sagen dir auch alles! Niki! Was ist denn du? Einmal lächeln. Wach bleiben, hörst du? Bleib wach! Wie heißt du? Wie ist dein Name? Josh. Josh Mason. Josh. 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 Ich war wütend, manisch. Ich hatte sein Handy. Ich musste ihn finden. Wieso? Hast du es nicht gehört, Alter? Reft hat einfach 200.000 auf diesen Mason ausgesetzt. Auf Donald Mason! Du hast Josh Mason getötet! Dann ist er halt morgen dran. Sag mal, wie war es denn eigentlich, in deinen Händen sterben zu sehen? Ich. Wie ist das möglich? So hast du mich hergebracht. Ja, mir hast du angetan. Ich wollte dir helfen! Sei still. Ich will dir nichts tun. Noch nicht. Bitte. Leg sie wieder runter. Wieso hast du das an? Ich bin ein neuer Mensch, dank euch. Ich weiß nun endlich, wer ich bin. Das bist nicht du. Sei still! Du weißt nichts über mich! Ich will frei sein, Liam.
Raft und Zweike war nur der erste Schritt dahin. Jetzt fehlt nur noch Vigil. Bitte. Tu das nicht. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Ich bin all diese Bastarde leid, die mal glauben, dass sie das Richtige tun. Die versuchen, mich zu kontrollieren. Niemand kann mich kontrollieren. Ich bin alles so satt. Wir leben in einer grausamen Welt, Lee. Nein. Bitte, tu das nicht! Nein! Leid. Bitte! 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 Schlafe tief, Liam. Was ist passiert? Scavenger lebt. Hat mir das gegeben. Wir haben nicht mehr lang. Ich will das nicht tun, Cam. Wir haben keine Wahl. Ich will nicht sterben. Ich will aus dem ganzen Scheiß einfach raus. Wir müssen das Richtige tun, Liam. Wir sind nicht so wie er. Ich hab was für dich. Ich habe auch Angst. Aber es ist einfacher, wenn man eine Maske trägt. Wir haben deine Bedingungen befolgt. Wo sind die Geiseln? Du hast recht. Ihr habt meine Bedingungen erfüllt. Töricht. Liam! 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 Aufhören zu kämpfen. Aufwachen, Vigil! Du brauchst dich nicht zu fürchten.
Außer du fürchtest dich vor dir selbst. Es ist so, oder? Du hast Angst, der zu werden, der du schon längst bist. Aber es ist dir noch nicht klar. Ich verstehe das. Ich habe mich auch verändert. Weißt du? Ich denke, wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Wir sind nur unterschiedliche Extreme. Zwei Seiten derselben Münze. Wir haben sogar noch mehr gemeinsam. Wir sind nicht mehr die unter den Masken, nicht wahr? Das erinnert mich an mein Geschenk an dich. Ah! Wo ist Liam? Weißt du, warum du hier bist? Ich will dir danken. Du hast mir geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Du hast mich befreit und nun will ich dich befreien. Wo ist Liam? In Sicherheit. Noch. Was soll das? Das ist alles nur für dich. Nur für... Ich habe dich hergebracht, um dich vor eine Wahl zu stellen. Eine Wahl, die zeigen wird, wer du wirklich bist. In dieser Pistole hier sind genug Kugeln für uns alle. Nein! Nein! Liam! Du wirst diese Wahl treffen! Warum tust du das? Was willst du? Ich will dir zeigen, dass es in unserer Welt keine Helden gibt. Nun wähle. Wen soll ich erschießen? Diese drei unschuldigen Geiseln hier? Oder deinen geliebten Bruder? Cam. Liam. Wenn du dich nicht innerhalb der nächsten Minute entscheidest, töte ich die Geiseln. Liam, dich und dann mich. Also, wer soll es sein? Nein, das werde ich nicht. Nein! Ich kann sie alle sofort erschießen. Und das werde ich auch, wenn du keine Wahl triffst. Also, wer soll sterben? Liam.
Donald. Es tut mir leid, dass ich Josh nicht gerettet habe. Ich war zu langsam in dieser Nacht. Ich habe die Stadt nach meinem Bruder durchsucht und dabei meine Pflicht vernachlässigt. Das hätte nicht passieren dürfen. Niemals. Ich habe den Ort besucht, an dem Josh starb. Ich sah dich. Du standst regungslos da. Ich fühlte mich schuldig. Ich hatte Angst, dir unter die Augen zu treten. Ich gab dir dieses Journal, weil ich wollte, dass du es verstehst. Damit du mich verstehst. Im Wald ist mir etwas klar geworden. Ich weiß nicht, was die Menschen von mir denken. Vielleicht, dass ich ein Monster bin. Vielleicht stimmt das. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du es. Cameron!